Welcome back to Dead by Daylight. This video is a premiere video because this is a video in English. Oder auch nicht. Junge, ich bin ein bisschen genervt. Es ist wieder eine ganz es gibt ja immer diese Tage oder diese Zeiten, da läuft der mit dir richtig gut, auch die Runden so. Selbst wenn du stirbst, okay, hast du trotzdem eine gute Runde gehabt, gut Punkte gemacht, pipapo, der Killer hat nicht zu scheiße gespielt, sondern nur so ein bisschen scheiße. Aber dann gibt es auch diese Tage und diese Zeiten, da läuft gar nichts. Du kriegst einen Tryhard-Killer nach dem anderen, der rumslackt, der rumcampt, der rumtunnelt oder halt eine Nurse. Survivor, die AFK sind, die einfach so kacke sind. Und diese Zeit habe ich gerade wieder erwischt und die Frage ist, wann entkomme ich aus dieser Zeit? Wann kann ich wieder in die andere Zeit reinspringen, wo es besser läuft? Auch Solo-Queue-mäßig und nicht SWF-mäßig. Wir werden sehen. Es liegt bestimmt am Outfit. Toxic. Aber ich mag den Schmetterling. Buttyful. Coffee. Ja, ich brauche auch ein bisschen Coffee. Ja. Kunstpelzjacke. Oh. So. Hab mich umgezogen. Jetzt wird die Runde richtig geil. Das ist das Problem bei der Solo-Queue, dass du halt von den drei Nasen, die da jetzt gerade stehen, abhängig bist. Wie die spielen, wie gut die sind. In der SWF, wenn du in einer Vierer-SWF sogar bist, weißt du, du hast gute Mitspieler. Und die Runde wird, auch wenn es ein Kackkiller ist, trotzdem nicht so kacke, weil deine Mitspieler gut sind. Das ist das Problem an der Solo-Queue. Bestes Beispiel, letztes DPD-Video, die Bleitrunde. Gab da ja so ein paar Situationen, die ich da auch schon gesagt habe. Die Nurse-Runde danach, die haben wir, glaube ich, alle nicht ernst genommen. BZW war sie einfach von vornherein gelaufen. Da habe ich mir ja dann nur die Anux gesnackt. Mal schauen, was wir jetzt für einen Killer bekommen. Mal irgendwas Vernünftiges, weißt du? Nicht irgend so ein Blödsinn. Irgendwas Vernünftiges. Die Map, das ist aber die neue, ne? Die neue von Macmillan. Bin ich kein Fan von. Muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum sie jetzt hier verschiedene Versionen der Maps gemacht haben. Hätte man sich auch sparen können. Also, weiß ich nicht. Es ist ein Deathslinger. Also ganz ehrlich, leck mich am Arsch. Kann doch nie sein. Was kriege ich denn hier? Also, egal. Es wird eine gute Runde. Es wird eine gute Runde. Die Feng, die wird jetzt erstmal hier einen richtig krassen, guten Chase raushauen. Und dann sind schon mal zwei Gens an. Die Michaela wird einen richtig guten Chase raushauen und dann sind schon mal zwei Gens an. Das wird gut. Das spüre ich. Das sind gute Mitspieler. Ich will die Kiste da haben. Da ist vielleicht ein Medkit drin, das man immer gebrauchen kann. Bitte kein Scourge. Ich lass mal lieber los, weil er könnte auch Scourge und Deadman Switch haben. Ist ja sein Perk, Deadman Switch, deswegen.
Ja, und du kommst genau zum richtigen Gen natürlich. Du weißt alles. Barbecue oder weil der Gen halt relativ nah dran ist. Er tritt ihn aber nicht. Das finde ich interessant. Oh, hier macht jemand einen Gen. Oder hier hat jemand angefangen. Oh boy, what the fuck? Als ob das nicht gehittet hat. Warum hat die Fang jetzt rumgeplärrt? Es scheint nicht der beste Deathlinger zu sein, aber bei dem einen Schuss hier gerade hatte ich auch echt Glück. Geht er jetzt den Jet töten? Ne, der geht zum Anlocken zurück, naja. Fang, geh nicht down, bevor ich den Gen hier anhab, wegen Scourge. Das wäre super. Was ich vorhin sagen wollte. Ich mag Killer, Range-Killer nicht, wie Deathlinger oder Huntress oder so, weil man so viel nach hinten schauen muss und ich dann immer gegen so viele Sachen gegenlaufe. Das ist sehr nervig. Okay, Michaela hat einen Flashlight-Save versucht. I guess. Sie hatte zumindest einen Flashlight-Save, dabei, ja. Eine Taschenlampe dabei. So. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Survivor, die aktiv auch noch normale Totems cleansen. Zerstören. Das machen so wenige. Früher konntest du das noch richtig gut machen. Aber irgendwie jetzt nicht mehr so. Warum hat er jetzt geschrien? Hä? Warum schreien denn die Leute hier? Die Fang vorhin, jetzt der Jeff? Der ein Totem zerstört. Ich hab nichts gesagt. Nee, aber viele sind ja einfach nur noch auf Gens pushen aus. Das merkt man jetzt nicht unbedingt, wenn man Solo-Queue spielt. Wild. Ja, komm, als ob der drauf war. Bruder! Da! How long will you run, Trute Palette? Jetzt habe ich wieder an der Fang abgeschmiert. Aber ich wusste ja nicht, dass ihr Main ist. Es tut mir leid. Ich dachte, sie wäre viel weiter weggerannt. Mensch, Buttiful. Why you are so in the nähe of me, wenn ich beschäst werde? Ah, weil du die Strike hast, okay. Hab nichts gesagt. Nee, Flashlight Safe, oder? Weil sie ist nicht Obsession geworden. Wird man noch mit D-Strike Obsession? Wie früher? Ich weiß es gar nicht. Es spielt ja keiner mehr mit D-Strike. Ist ja völlig useless geworden, das Perk. Reset? Yes. Besser ist das. Hat er irgendwas drauf, dass er kurz seinen Terrorradius ein bisschen verliert? Gefährlich. Hallo. Das ist nicht sinnvoller gewesen, ich halte dich nicht. Der ist zu Ende. Hätte ich auch nicht geschafft, aber rein so vom Dingens. Damit habe ich nicht gerechnet. Immerhin bin ich freigekommen. Oder er hat beobachten und zuschlagen. Könnte auch sein.
Fall. Oh boy. Wir kommen nicht dazu, uns zu resetten. Und das ist... wäre schon wichtig, weil alle vier angeschlagen, das kann auch ganz schnell mal zu einem Sluggerfest werden. Oh, Fangs Gen ist fast Hälfte. Ich bin dumm. Ach komm, als ob er direkt kommt, hä? Herr von und zu Desslinger. Bitte lassen Sie das. Mein Bein einsetzen! Ja! Er schießt einfach über den Stein. Natürlich, leck mich am Arsch. Scheiß Hitbox von Dead by Daylight. Nee, ganz ehrlich, also... ich glaube, ich muss eine Triggerwarnung in den Titel setzen, dass ich einmal sehr laut geschrien habe. Ey, die Hitbox, ganz ehrlich. Ich bin da dran vorbei und er schießt durch den Stein oder... also, rein vom Physikalischen her kann er das ja gar nicht treffen. Allein von der... Ach komm, leck mich am Arsch, wirklich. So ein Blödsinn, dieses Spiel. Das macht auch echt keinen Spaß mehr mit dieser verkorksten Scheiß-Hitbox. Dass sie das, seit 6 Jahren bekommen sie diesen Kack nicht hin, aber Hauptsache immer wieder schöne, komische, Drecks, verkackten... Killer und Survivor... mit Lizenz rausbringen. Das ist ja wichtig. Aber eine ordentliche Hitbox in einem Spiel? Nö, keine. Also braucht man nicht. Mann, ich rege mich auf. Aber ich glaube, jeder, der Dead by Daylight gespielt hat und aktiv spielt, kennt diese Hitbox und weiß darüber Bescheid. Wann ist der Gen angegangen? Warum brauchen wir nur noch einen Gen? Danke, Jeff. Vielen Dank. So, warte mal, wir haben den. Okay, wir sind nicht gesregent, das ist nice. Und der ist sehr weit. Ja, tut mir leid fürs Schreien des Mikrofon. Aber ich glaube, auf meinem Kanal ist man das eh gewöhnt, dass ich gerne mal ein bisschen lauter werde. Also auch mal ins Mikro schreie, dass es weh tut. Sei es bei einem Horrorgame, wo ich mich erschrecke, oder bei einem Spiel wie Dead by Daylight, wo ich mich gerne daueraufrege. Ich meine, an sich Runde super gelaufen. Kann man nicht anders sagen. Auch der Chase war in Ordnung. Und wäre normalerweise ja auch noch länger gewesen. Die Chases. So. Ich hoffe nicht, dass. Nee, die Fang wird verfolgt. Vierer SK. Moin. Chef. Wo könnte Michaela sein? Ach da. warte, ich will Hilfpunkte. Danke. Ach! Okay, er hat hier tot geweiht von Pyramid Head. Deswegen haben die Survivor geschrien. Nach einer Heilung. Bei anderen schreit man auf. Ich weiß gar nicht, ob es auch, wenn man sich selber heilt, aktiviert wird. Hatte Michaela nicht eine Event-Taschenlampe sogar? Ich will die haben. Gib mir die. Für meine Sammlung. Give it to me. Hey! Hey! Das ist Michaela. Hey! Gib mir das.
Gib mir da, ich will die Taschenlampe. Ich will die Taschenlampe. Gib mir die Taschenlampe. Du Sau. Ui. 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 Das ist nicht so gut. Warte mal, die Michaela muss sterben für die Event-Taschenlampe. Nein! Jetzt krieg sie! Ich block sie! Nein, tue ich natürlich nicht. Oh shit. Jetzt kassiere ich erstmal Fett-Karma. Muss die fängen. Ja, ciao. Ah, die Event-Taschenlampe, ne? Für meine Sammlung hätte ich die schon gern gehabt. Hat sie die abgelegt? Sie trägt die gar nicht mehr in der Hand. Ey, Vierer Escape. Nice. Und an sich, oha, hat jemand Partys mal dabei gehabt? Einen Kuchen, ne? Fast ein Double Bed. Ah, dass ich das noch erleben darf. Crazy. Ey, das war eine gute Runde. Und ganz ehrlich, ja, beobachten und zuschlagen. Der Terrorradius war sehr merkwürdig, nämlich zwischendurch. Und er hatte nicht Deadman Switch. Tödlicher Verfolger. Sollte man vielleicht kombinieren mit Barbecue oder so, weil sonst sieht das ja wirklich nur am Anfang für 9 Sekunden. Und dann ist das Perk für die gesamte Runde nutzlos. Hm. Außer... Halter überleben einen anderen um einen Gesundheitsstatus in der Entfernung von mindestens 32 Meter vom Killer. Schreit Überlebende aus, der die Aktion ausführt. Okay, aber nur bei einem anderen, also wenn man sich selbst halt nicht. Interesting. Da sieht man so selten dieses Perk in 100 Runden. Selbst in 100 Runden nicht einmal, in 200 Runden vielleicht einmal. Und selbst da eher nicht. So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, sorry fürs Rumschreien. Wie gesagt, passiert öfter mal auf dem Kanal. Ich bin halt auch einfach so ein bisschen emotional dabei. Vielleicht sollte ich dann das Mikro ein bisschen leiser machen, ja, aber an sich ist es ja, an sich ist es, glaube ich, vom Ton her gut, so wie es eingestellt ist. Nur, dass wenn ich vielleicht mal rumschreie, ist ein bisschen, ich weiß auch gar nicht, vielleicht nimmt es auch gar nicht auf und es wird, und man hört das gar nicht. Wahrscheinlich hört man es schon. Nein, aber wie gesagt, ich bin schon auch, sag ich mal, emotional dabei, wenn ich zocke. Ich finde das auch schon wichtig, Emotionen zu zeigen. Klar, nervig, wenn man die ganze Zeit rummeckert. Das habe ich ja eigentlich, also ich habe schon ein bisschen gemeckert, ja, so über die Killer und die Runden und über die Hitbox, aber an sich denke ich, habe ich nicht so viel hoffentlich gemeckert und wenn doch, tut es mir sehr leid. Vielleicht kann man es auch ein bisschen verstehen bei Dead by Daylight. Wie auch immer, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nicht in der Aufnahme schreien. Nein, sieht man ja sowieso nicht. Man hört nur den Ton, alles gut. Bis zum nächsten Mal zu Schmeckt bei Moonlight. Keine Ahnung. Auf Wiedersehen.